Dinger. Ich bin wissenschaftlicher Assistent bei den theologischen Kursen schon seit 2008, bin Theologe, also eigentlich Fundamentaltheologe, aber ich mache sehr viele kulturgeschichtliche Veranstaltungen und genau in diesem Sinne wird auch der heutige Vortrag, die heutige Präsentation stattfinden. Ich werde, wir werden diese Veranstaltung aufzeichnen. Wir haben zwar momentan nicht vor, sie zu veröffentlichen, aber wollen sie mal aufzeichnen. Diese Aufzeichnung findet so statt, dass man Sie und Ihre Namen nicht sehen wird können. Ja, also man wird quasi nur mich als Präsentator sehen können. Also Sie werden da nicht aufscheinen, nur falls Sie irgendwo diesen roten Button der Aufnahme sehen, damit Sie sich nicht wundern. Noch ein paar andere Formalia. Ich moderiere mich hier quasi selbst, aber Sie können natürlich Fragen stellen. Die Frage ist quasi, ob ich das gut mitkriege. Deswegen zwei Möglichkeiten. Entweder Sie schalten kurzfristig einfach Ihr Mikrofon ein und sagen, ich hätte eine Frage und dann bremse ich mich kurz ein und bitte Sie, Ihre Frage zu stellen. Oder es gibt die Möglichkeit, im Chat eine Nachricht zu hinterlassen. Ich habe das Chatfenster offen und ich hoffe, dass ich rechtzeitig mitkriege, wenn sich da etwas tut. Wenn das nicht klappt oder wenn jemand anderes sieht, dass im Chat etwas steht, worauf ich nicht reagiere, dann bitte ich, dass Sie mich einfach unterbrechen und darauf aufmerksam machen. Gut, ich glaube, soweit passt das. Bevor ich mit dem Inhalt loslege, ein kleiner Überblick, was ich machen möchte. Sie sollten also alle meine Präsentation hier eingeblendet sehen. Ich werde zwar alles freisprechen, habe aber quasi ein paar Folien vorbereitet, wo auch Zitate draufstehen, an die ich mich halten kann, beziehungsweise an die Sie sich halten können. Was möchte ich machen? Zunächst einmal eine kleine Einleitung einfach zu diesem Thema, zur Themenstellung. Ich möchte dann eben vor allem zwei Fragen angehen, nämlich was das eigentlich ist, Vertrauen. Ich werde hier nicht von einem psychologischen Verständnis von Vertrauen sprechen. Also das möchte ich quasi kurz beschreiben, worum es da bei meiner Fragestellung geht. Und dann möchte ich mehr oder minder rückwärts gehen in der Geschichte und fragen, wieso eigentlich das Thema des Vertrauens so wichtig ist, seit wann ist es wichtig, beziehungsweise kann ich das gleich vorweg sagen, weil es auch im Titel, im Untertitel gestanden ist. Es ist ein durchaus erstaunliches Phänomen, wenn man sieht, dass Vertrauen eine Notwendigkeit ist von Anbeginn menschlicher Kulturgeschichte und was das heißen soll, das werde ich dann versuchen, ein wenig zu erläutern. Und was ich auch in der Einleitung, am Ende der Einleitung machen möchte, ich möchte ein bisschen erläutern, auf welche Art und Weise ich mich an das Thema herantaste. Und ich habe das, also das wird auch in der, also in mehreren Wissenschaften gibt es den Begriff der Archäologie, natürlich hier nicht im Sinne von in der Erde buddeln, aber ich möchte das kurz erläutern, was man hier mit einer geschichtlichen oder historischen Archäologie bezeichnen kann. Und dann wird es zwei größere Themenblöcke geben. Die beiden Themenblöcke sind eigentlich hier unter dem Punkt 2 und den Aspekten einer Kulturgeschichte des Vertrauens, so habe ich das mal kurz genannt, verborgen. Das werde ich dann erläutern, wenn ich dorthin komme. Und dann wird es einen Schlusspunkt geben, das, was hier das Kapitel 3 ist, wo ich aus der Kulturgeschichte wieder zurück in die Gegenwart kommen möchte, um die einleitende Frage noch einmal anzugehen, wie könnte man das beantworten, wem vertrauen. Also in dem zweiten Aspekt, in dem mittleren Teil, gehe ich rückwärts in die Geschichte und zum Schluss möchte ich wiederum in die Gegenwart kommen und vielleicht gibt es da auch für uns die Möglichkeit, da in eine Diskussion einzutreten oder quasi zu schauen, welche Konsequenzen aus dem folgen, was ich da versucht habe zu erzählen.
Gut, ich schaue immer wieder, ob sich irgendetwas von Ihnen her tut. Ansonsten ein kleiner Hinweis. Vielleicht haben Sie das letzte Woche mitbekommen. Das ist quasi ein Bild aus der ORF.at-Online-Seite. Amnesty International hat einen Jahresbericht jetzt genau vor einer Woche veröffentlicht, und der enthält quasi eine sehr erstaunliche Aussage: Die Pandemie hat die Verlogenheit verstärkt. Ich habe unten ein Zitat aus einer anderen Online-Seite, die dasselbe zitiert, nämlich von Spiegel Online. Das möchte ich kurz vorlesen. Quasi, das ist ein Zitat aus dem Amnesty-Bericht. Die Pandemie hat auch die Mittelmäßigkeit und Verlogenheit, den Egoismus und den Betrug unter den Machthabenden dieser Welt verstärkt, schreibt Amnesty-Generalsekretärin Agnes Callamard im Vorwort zu dem 172 Seiten langen Bericht, der an diesem Mittwoch offiziell vorgestellt wird. Und der Begriff Verlogenheit hat mich doch also aufmerksam gemacht. Das ist ein Wort, das man in der Politik nicht so oft hört und quasi eine starke Aussage. Wir sprechen zwar heute nicht über Lüge, aber hinter Verlogenheit steckt auch so etwas wie ein Verlust an Vertrauen. Ja? Wir werden heute mit mehreren Begriffen arbeiten, die etwas mit dem Vertrauen zu tun haben. Und dieser Verlust an Vertrauen, diese Krise von Vertrauen, das man manchmal hört, das wird uns gerade in der Politik in letzter Zeit sehr, sehr deutlich. Ich erinnere an etliche Skandale, die wir da in Österreich wahrgenommen haben, das mit den Masken, die quasi gar nicht aus Österreich stammen. Aber quasi, es gibt auch etliche andere Themen, wirtschaftliche Themen, wo man nachträglich draufkommt, dass quasi ein Vertrauen, das man ursprünglich vielleicht in die eine oder andere Position, in die eine oder andere Firma gehabt hat, enttäuscht worden ist. Ich denke auch quasi an ganz offensichtliche Lügen und Falschinformationen, also ganz prominent das, was der vergangene Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, gemacht hat. Tausende an Lügen habe ich in einem Bericht gelesen, die man ihm quasi nachweisen konnte, wo man quasi während er spricht schon wissen konnte, dass es gelogen ist. Und es hatte überhaupt keine Konsequenzen. Ja, also er hätte es nicht total übertreiben können, dürfen, damit man ihn hätte belangen können, aber er konnte eigentlich frei von der Leber weg Falschaussagen machen, ohne dass man ihm seine Legitimität als gewählter Präsident mehr oder minder mit einer Lüge hätte aufkündigen können. Und das ist doch etwas sehr Seltsames, wenn man darüber nachdenkt, dass bei uns heute Politik, Wirtschaft selbst dann unhinterfragt weiter funktionieren können, wenn die Lügen, die Verlogenheit, die Falschaussagen, der Vertrauensverlust bereits aufdeckbar ist. Ja, also nicht nur vorher, sondern auch dann geht es noch weiter. Deswegen ist es durchaus eine Frage, welche Rolle Vertrauen heute überhaupt noch spielt. Genügt es, quasi einfach in formaler Hinsicht legitim gewählt zu sein. Und es ist eigentlich vollkommen wurscht, ob man noch Vertrauen genießt, weil man das gar nicht mehr braucht. Es genügen die Formalia. Oder welche Rolle spielt das? Denken Sie an das, was Viktor Orban macht, was man von Putin weiß, vom türkischen Präsidenten. Da weiß man sehr oft, dass quasi das, was sie tun oder sagen, nicht stimmen kann, und dennoch gibt es kaum eine Möglichkeit, dass sich hier etwas ändert. Wir sind hier zwar quasi bei den theologischen Kursen, quasi in einem kirchlichen Kontext, aber auch dieser kirchliche Kontext ist in keiner Weise frei von einer eklatanten Verlogenheit in vielen Bereichen, Missbrauchsskandale, Dinge, die aufgedeckt werden. Das findet also quer durch unsere Kultur statt, sodass man sich fragen kann, ist
das, was man Vertrauen nennt, irgendwie etwas Altes, das zwar heute für viele noch irgendeinen Wert hat, aber de facto keine Rolle mehr spielt. Also das nur als Themenstellung. Damit möchte ich mich auseinandersetzen. Ich werde mich nicht mit zeitgenössischer Politik, also zumindest nicht im Hauptteil, auseinandersetzen. Ich werde also nicht die Skandälchen da durchgehen, sondern einen Schritt zurücktreten und mich fragen, was ist das eigentlich kulturgeschichtlich, menschlich? Was ist das, was wir als Vertrauen bezeichnen? Woher kommt das? Welche Rolle spielt das? Ist das einfach irgendein Affekt, irgendeine Haltung, die mehr oder minder wichtig ist? Oder ist es etwas Grundlegendes? Und ich deute hier damit an, dass es etwas Grundlegendes ist. Und daher ist diese Krise des Vertrauens, in der wir heute stehen, durchaus etwas, was man sich einmal anschauen sollte. Von einem Schritt zurückgetreten, nicht mittendrin, sondern einfach mal einen Schritt zurücktreten. Soweit zur Themenstellung. Das heißt, diese zwei Fragen habe ich indirekt ein bisschen schon angedeutet. Womit haben wir es zu tun, wenn wir von Vertrauen reden? Ist das bloß etwas Individuelles oder geht es um mehr? Also worum geht es dabei genau? Und die Frage ist, wieso braucht man das im Menschsein, in der Menschheit, in der Kulturgeschichte so etwas wie Vertrauen? Ich denke, dass man sagen kann, dass es im Tierreich nicht Vertrauen in unserem Sinne benötigt. Das heißt, was ist es am Menschsein, was ist es an der menschlichen Kultur, dass Vertrauen eine Rolle spielt? Oder könnte man auch quasi menschliche Kultur ohne Vertrauen bauen. Also woher kommt die Notwendigkeit, wenn es sie denn eine ist, auf Vertrauen bauen zu müssen? Worin liegt heute das Problem, beziehungsweise woraus ergibt sich das Problem mit dem Vertrauen? Vielleicht ein bisschen seltsame Fragestellung. Ich habe heute beim Vorbereiten ein bisschen ein Problem gehabt und gedacht, ich werde wahrscheinlich nicht genau rüberbringen, wieso ich meine Fragen so stelle. Es wird mir am Ende einfacher fallen, Ihnen zu sagen, wieso ich diesen Vortrag gebraucht habe, um dann von dem zu reden, wovon ich am Ende sprechen werde. Ich hoffe, dass Sie quasi so lange noch warten können. Zur Methode der Fragestellung, ja, also quasi von welchem Fundament aus, von welcher Methode, von welcher Grundlage aus frage ich hier. Da verwende ich einen Begriff, den es schon bei Kant, beim ganz späten Kant gegeben hat, der in der zeitgenössischen Philosophie von etlichen Philosophen aufgegriffen wird, nämlich der Begriff der Archäologie. Es gibt sowas wie eine philosophische Archäologie, so nennt Kant das. Was hat das mit unserer Archäologie zu tun? Ich bringe das in einem kleinen Beispiel. Wenn man in unserer herkömmlichen klassischen Archäologie, wo man Ruinen oder Ausgrabungen macht, wenn man da einen Gegenstand findet, dann wird dieser Gegenstand, ein Dokument, eine Ruine, was auch immer, nicht als Ausgangspunkt für eine Überlegung genommen, sondern in der Archäologie wird der Gegenstand, die Ruine, das Dokument als ein Endpunkt genommen und man fragt rückwärts. Man fragt, warum findet sich dieser Stein, diese Ruine genau da und nicht woanders? Was hat dazu geführt, dass irgendwann einmal dieses Dokument genau diese Gestalt angenommen hat? Also man fängt an vom Ergebnis, von dem Gegenstand, von dem Dokument, von dem Fund her, rückwärts zu fragen, was hat dazu geführt, dass das jetzt so da ist? Und mit diesem Gestus möchte ich an die Sache herangehen. Ich möchte also nicht mit einer Definition von Vertrauen starten und daraus schrittweise vorwärts gehen, sondern umgekehrt. Ich schaue mir Phänomene, kulturelle Phänomene an, wo Vertrauen eine Rolle spielt oder wo Vertrauen als Begriff, als Thema auftaucht und frage mich, was läuft da eigentlich? Was steckt da
im Hintergrund. Also von einem Phänomen aus rückwärts gehend. Das ist die Methode. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen verstehen können, warum Kant und andere das quasi als Archäologie bezeichnen konnten. Ich beginne quasi mit dem Hauptteil, quasi einige Aspekte einer Kulturgeschichte des Vertrauens. Ich gehe also, ich habe gesagt, wir haben das heutige, die heutigen Themen habe ich versucht zu benennen, beschäftige mich aber jetzt nicht mit der Gegenwart, sondern gehe zu einigen Autorinnen, die über Vertrauen vor allem in der Antike oder quer durch die Kulturgeschichte geschrieben haben. Und ich beginne mit dem Zitat 1a. Ich habe also alle meine Zitate durchnummeriert. Das heißt, wenn Sie dann später eine Frage haben, können Sie sagen, ja, es geht um das Zitat 3 oder so, damit wir uns dann besser zurechtfinden. Zitat 1a, Walter Burkert, quasi ein sehr bekannter Wissenschaftler, der sich mit der Antike, der griechischen Antike, der griechischen Religion auseinandergesetzt hat, aber eben nicht nur bei den Griechen, sondern in der gesamten damaligen Zeit. Und der hat in einem Buch, das heißt Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, an einer bestimmten Stelle Folgendes gesagt. Und wir werden sehen, dass zunächst einmal das Wort Vertrauen gar nicht vorkommt, sondern er redet vom Eid. Aber am Ende des Zitates werden wir sehen, was der Eid mit dem Vertrauen zu tun hat. Walter Burkert sagt, Religion, Moral und die Organisation der antiken Gesellschaft, also nicht nur religiöse und moralische Vorstellungen, sondern auch das konkrete politische Zusammenleben, all das überhaupt zeigen sich unlösbar verkettet in der Institution des Eides, Institution Einsetzung, also der Praxis des Eids. Also erstaunlich, quasi die gesellschaftlich, der politische Zusammenleben hätte etwas mit diesem Gestus des Eids, mit dieser Praxis des Eids zu tun. Warum? Seine Funktion, also die Funktion des Eides oder der Institution des Eides, ist es, einer Aussage, also eines Satzes, einer Aussage, Verbindlichkeit zu sichern. Da steckt schon was drinnen, nämlich, dass ohne den Eid die Verbindlichkeit nicht da wäre. Das heißt, am Satz ändert sich gar nichts, aber in dem Augenblick, wo er unter Eid ausgesagt wird, quasi bekommt er eine Verbindlichkeit. So steht es da und so wissen wir es ja auch aus dem Alltag. Sei es, dass sie diese Aussage Vergangenes betrifft, sei es, dass sie eine Willenserklärung für die Zukunft ist, zum Beispiel ein Versprechen. Und dann zitiert er Lykurg, einen Gesetzgeber, einen Reformer in Sparta. Es könnte sein, dass Lykurg auch eine mythische, also quasi eine erfundene Figur ist, aber es geht um die Situation des 6., 7. Jahrhunderts vor Christus. Also egal, ob das eine Person ist, die das gesagt hat, die Aussage stammt aus dieser Zeit. Was die Demokratie zusammenhält, ist der Eid. Die Frage ist, was steckt dahinter? Der Eid ist bei aller Bedeutung doch nur ein Sonderfall. Aha, also die Eidpraxis, der Gestus des Eides, ist ein Sonderfall der allgemeineren Tatsache, dass durch Ritual und Götteranrufung eine Basis des Verstehens und Vertrauens geschaffen wird. Hier taucht Vertrauen auf. Das heißt, wir haben jetzt drei Begriffe, das Ritual in einer Kultur, die Anrufung der Götter und die quasi juridisch-politische Form des Eides ist so etwas, wodurch Vertrauen geschaffen wird. Ja? Einfach einmal als Faktum, man darf fragen, warum muss Vertrauen eigentlich geschaffen sein werden? Ne? Quasi ist es, hat's gefehlt? Ist es verloren gegangen? Also, was läuft da? Dann ein zweiter Text, Zitat 1b. Ich habe das Zitat aus einem Buch von Giorgio Agamben. Buch heißt Das Sakrament der Sprache. Was das Sakrament heißt, werden wir uns noch später anschauen. Und der Untertitel, der jetzt da nicht dasteht, ist Eine Archäologie
des Eides. Also Agamben ist einer, der auch dieses Wort Archäologie verwendet. Und er zitiert in der Einleitung seines Buches ein anderes Buch, wo es auch um den Eid geht, nämlich von Paolo Prodi. Nicht Romano Prodi, sondern das ist sein Bruder, ein Historiker, also ein bekannter italienischer Historiker. Und der hat 1992 ein Buch geschrieben über das Sakrament der Herrschaft. Also auch dieser Prodi spricht von Sakrament unter Titel Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte des Abendlandes. Heißt es da? Der Eid ist die Grundlage des politischen Vertrags in der Geschichte des Abendlandes, so Prodi. Also ganz ähnlich wie Likurg das formuliert hat. Und jetzt Agamben weiter. Und so kommt ihm immer dann eine herausragende Funktion zu, wenn dieser Vertrag in die Krise gerät. Also wenn quasi das politische Band, der politische Zusammenhalt in die Krise gerät, dann wird der Eid aus welchen Gründen auch immer wichtig. Vom Beginn des Christentums bis zum Investiturstreit, von der geschworenen Gesellschaft des Spätmittelalters bis zur Herausbildung des modernen Staates, überall spielt quasi der Eid eine Rolle. Dieser zentralen Funktion entsprechend korrespondiert der nicht aufzuhaltende Niedergang des Eides in unserer Zeit, laut Prodi, zwangsläufig mit einer Krise, die direkt das Sein des Menschen als politisches Lebewesen angreift. Das ist einmal eine starke Aussage. Wir verstehen sie noch nicht, aber ich stelle sie mal fest. Prodi sagt, dass der Eid sowas von grundlegend ist, ja, dass in einer Zeit, wo der Eid eigentlich nicht mehr die Grundlage quasi der Gemeinschaft ist, die Menschheit in eine Krise gerät. Und die Frage ist, was steckt dahinter? Ich nehme das jetzt einmal nur als Eingangsstatement. Die Frage ist, wieso hat der Eid eigentlich jemals tatsächlich Vertrauen gestiftet? Wir kennen das. Man kann einen Eid schwören und wir kennen jetzt zahlreiche Beispiele aus der Gegenwart, wo etliche Leute einen Eid schwören und dann quasi genau sich nicht daran halten. Wenn der Eid für die gesamte abendländische politische und soziale Tradition sowas von extrem wichtig war, dass quasi dort, wo er nicht stattfindet, das auseinanderfällt, dann ist die Frage, wann hat der Eid eigentlich einmal funktioniert, wenn er eigentlich immer schon vom Meineid bedroht war? Das heißt, wieso ist dieser Eid nicht einfach ein Formalakt, an dem sich quasi der einzelne Mensch dann hält oder nicht, je nachdem, wie er gerade aufgeregt ist. Ja, also was steckt da dahinter? Und da gibt es ein interessantes Zitat von Cicero, römischer Rhetor, Philosoph, erstes Jahrhundert vor Christus. Und der sagt, und da muss man sich einiges auf Zunge zergehen lassen, Cicero sagt, beim Eid muss man nicht verstehen, welche Furcht es ist, die er erzeugt. Also quasi, ich muss einen Eid schwören und dann habe ich vielleicht Angst, wenn ich den Eid breche, dann werde ich bestraft. Cicero geht hier und sagt, nein, es geht hier nicht um die Furcht, die dahinter steckt, sondern um was anderes, sondern welches ist seine Wirkkraft? Das heißt, was bewirkt der Eid eigentlich? Bloß die psychologische Furcht? Cicero sagt, nein, der bewirkt etwas anderes. Denn der Eid ist eine Affirmatio religiosa. Verstehen wir zunächst auch noch nicht, weil müssen wir erst mal nachschauen, was Cicero unter Religion versteht. Aber es geht um eine Affirmation, um eine Bekräftigung, die bei den Römern als religiös bezeichnet wird. Okay. Was man aber in feierlicher oder bekräftigter Form und gleichsam mit Gott als Zeugen versprochen hat, muss man halten. Da steckt quasi antike Eidstruktur drinnen, die werden wir uns nachher noch sehr detailliert anschauen müssen. In der Antike wird ein Eid geschworen, indem man die Götter anruft. Ich schwöre bei Zeus, bei Jupiter oder bei was auch immer. Also die Götteranrufung gehört zum Eid dazu.
Wir haben bei uns die Tradition, man schwört auf die Bibel. Ja, also es gibt immer einen Bezug, der bei diesem Eid eine Rolle spielt. Und hier sagt Cicero, das, was man in feierlicher und bekräftigter Form gleichsam mit Gott als Zeugen versprochen hat, muss man halten. Man könnte ihn fragen, warum eigentlich? Denn es geht nicht um den Zorn der Götter, der nicht existiert, quem nulla est. Das heißt, Cicero weiß ganz genau, dass das, was man in der hellenistischen, in der antiken Kultur, also ich rede nicht von den monotheistischen Traditionen, von den polytheistischen Traditionen, was man da als Götter bezeichnet, dass es die nicht quasi existenziell gibt, als personale Gottheiten. Ja? Und daher gibt es den Zorn der Götter nicht. Ja? Also es muss ja den Menschen über Jahrtausende aufgefallen worden sein, dass sie auf irgendwelche Götter schwören. Und wenn es ein Meineid war, nie hat irgendein Gott irgendjemanden bestraft, wenn er einen Meineid geschworen hat. Es gibt zwar viele Geschichten, die das erzählen, aber de facto hat der Zeus noch nie einen Menschen de facto irgendwie bestraft. Und das haben natürlich die Griechen, also zumindest die Reflektierenden, auch gewusst. Es geht nicht um den Zorn der Götter, der nicht existiert, sondern, worum geht es nach Cicero? Um die Justitia, um die Gerechtigkeit und um das Vertrauen. Und da haben wir es wieder. Ja? Die Frage ist, was meint denn das eigentlich? Ja? Er fragt, was ist die Wirkkraft des Eides? Es geht hier offensichtlich nicht darum, dass die Götter einen bestrafen und man fürchtet sich davor, sondern es geht um etwas anderes, um die Gerechtigkeit und um die Fides, also um das Vertrauen. Wer also den Eid verletzt, der verletzt das Vertrauen. Cicero. Das ist ein spannender Text. Das ist quasi nicht so einfach, aus dem Text herauszuverstehen, was da Cicero meint, aber offensichtlich hat er da keine platte Meinung. Worum geht's also? Deswegen werde ich wieder rückwärts gehen in der Geschichte. Ich habe gerade gesagt, dass quasi Eid und Meineid eigentlich immer schon ein Problem waren. Das heißt, es hat nie eine Phase gegeben. Manchmal hat man sich das so vorgestellt, dass es irgendeine frühe Phase in der Menschheit gegeben hat, quasi irgendeine magisch-mythische Phase, wo die Menschen tatsächlich auch immer nur die Wahrheit gesprochen haben, wo es quasi so, dass wir ein Urvertrauen, ein gesellschaftliches gegeben hat. Das kann man heute wunderbar entlarven. Ich bringe hier ein Beispiel aus dem Codex Hammurabi, Mesopotamien, 18. Jahrhundert vor Christus. Ein Gesetzestext und die allerersten Gesetze haben es immer mit Meineid zu tun. Also quasi schon im alten Orient, in Mesopotamien, wird der Meineid als eines der wichtigsten Probleme angesehen. Und deswegen beginnt quasi dieser Gesetzestext bereits damit. Auch die harten Strafandrohungen sind interessant. Sie kennen das Auge im Auge, Zahn um Zahn. Da steckt etwas Interessantes drinnen. Man kann es nämlich so lesen, dass das, was ich dem anderen antue, bei Meineid zum Beispiel, das tue ich eigentlich mir an. Also wenn ich ihm ein Auge aushaue, dann ist bei mir nachher eines weg. Da spielt etwas eine Rolle, das werden wir auch noch öfters brauchen, dass quasi meine Handlung nach außen etwas mit mir zu tun hat. Nicht im Sinne, ich fasse irgendeine Strafe aus, sondern genau das, was ich dem anderen antue, tue ich indirekt, wenn es quasi aufgedeckt wird, eigentlich mir selber an. Ich bin selber schuld, wenn ich nachher ein Auge weniger habe. Auch in der biblischen Tradition wird das ganz deutlich. In der biblischen Tradition gibt es die Vorstellung oder quasi das Gesetz, dass für ein Delikt, dass man 3 bis 4 Zeugen braucht. Ja? Also es wird hier die Anzahl der Zeugen in der biblischen Tradition plötzlich erhöht, weil man auch weiß, dass 1 oder 2 Zeugen sprechen sich ab und dann wird wiederum ein Meineid daraus. Das heißt, diese 3 bis 4 Zeugen sind der Versuch,
diese Unsicherheit, die man mit dem Meineid oder mit dem Eid verbunden hat, zu reduzieren, indem man sagt, es müssen sehr viele übereinstimmen. Und da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich vier Zeugen wirklich absprechen, schon geringer. Aber man erkennt, das ist ein zentrales Problem in der Antike. Also das Vertrauen ist ein zentrales Problem eigentlich von Anfang an. Und jetzt die Frage, woher kommt eigentlich die Notwendigkeit, auf Vertrauen bauen zu müssen? Gibt es da in der Kulturgeschichte irgendwo den Moment, wo die Menschen angefangen haben zu lügen, also so quasi einen Sündenfall zu begehen? Ab wann taucht eigentlich das Problem auf, dass man quasi Aussagen oder Haltungen nicht zu trauen vermag und sich deswegen irgendwas einfallen lassen muss, Zeugen oder eben Eide, damit dieses Vertrauen wiederhergestellt wird? Woher kommt das Problem des fehlenden Vertrauens, sodass es hergestellt werden muss? Ist der Mensch von seinem Wesen her ein Lügner? Das wäre auch eine starke These. Deswegen quasi gehe ich rückwärts in die Geschichte. Wo liegt eigentlich das Problem? Woraus ergibt sich das Problem mit dem Vertrauen? Das heißt, ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs machen und quasi noch weiter zurückgehen in die Geschichte und quasi versuchen, in kurzen Beispielen oder quasi in kurzen Worten die Entstehung einer Kulturgeschichte des Menschen nachzuzeichnen. Ich werde dann gleich sagen, auf was ich mich da stütze, dass ich mir das jetzt nicht irgendwo aus den Fingern gesogen habe. Einen Schritt zurück gehen in die Anfänge menschlicher Kultur. Und jetzt könnte man fragen, woher will er wissen, was die Anfänge der menschlichen Kultur sind. Ich glaube, die Überlegungen sind relativ einfach. Die Details sind kompliziert, aber die Überlegungen sind relativ einfach. Ich beziehe mich hier auf vor allem einen Paläoanthropologen, der sich also mit den frühesten Menschen auseinandergesetzt hat und der quasi ein Werk geschrieben hat, das quasi in den Grundzügen auch heute noch gültig ist. Also André Leroy-Gourhan ist einer der wichtigsten Paläoanthropologen, weil er eben nicht nur empirisch arbeitet, sondern auch noch versucht zu verstehen, was läuft da eigentlich. Dieses Werk Hand und Wort ist wirklich ein wichtiges, nicht so einfach zu lesen, aber quasi ein Standardwerk. Und dann ein jüngerer Philosoph, Bernard Stiegler, eigentlich ein Franzose, ist letztes Jahr im August verstorben. Und der hat ein Buch geschrieben, also eigentlich mehrere Bücher, aber das erste, also mehrere Bücher zum Thema Technik und Zeit. Bei Technik geht es nicht um Maschinen, sondern um Technik, um Kunstfertigkeit. Ich werde das gleich erläutern. Und was das mit Zeit zu tun hat. Und Bernard Stiegler greift auf Leroy-Gourhan zurück und versucht quasi da größere Zusammenhänge zu benennen. Und davon möchte ich sprechen. Und dann schauen wir mal, ob das, was ich hier versuche, für Sie plausibel wird. Und zwar gibt es eine Überlegung, die quasi schon Leroy-Gourhan tut, dass in dem Augenblick, wo in der Evolution ein Wesen, ich sage absichtlich noch nicht Mensch, um das nicht zu präjudizieren, aber wir werden sagen, ab da wird man von Menschen sprechen müssen, wo ein Wesen ein Werkzeug herstellt. Das ist konkret die ganz frühe Kultur, die sogenannte Geröllsteinkultur in Ostafrika, wo wir quasi die ältesten Ausgrabungen, wie ich sie momentan von der Datierung weiß, das ist ungefähr 2,5 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung, wo das erste Mal quasi ein Wesen auftaucht, das aus einem Geröllstein mit einem Schlag, also es geht darum, dass es wirklich nur ein Schlag ist und keine komplexere Sache, so etwas wie einen Feuerstein, also quasi ein Werkzeug produziert. Und jetzt geht es nicht um die Details der Technik, sondern um eine Überlegung. Nämlich in dem Augenblick, wo ein Wesen etwas produziert, also etwas,
was außerhalb seiner selbst ist, also einen Geröllstein verändert durch einen Schlag und dadurch etwas produziert, wird eigentlich diesem Gegenstand, den wir dann eben Werkzeug nennen, eine Information zugefügt, die es nicht aus der Natur hat. Ich werde es gleich einfacher machen. Wenn heute ein Archäologe hergeht, also jetzt die normalen Archäologen, und einen Stein findet, der auf diese Art und Weise gespalten ist, dann kann er erkennen, na, das ist nicht auf natürliche Art und Weise so gespalten worden, sondern da hat jemand etwas getan. Das heißt, plötzlich lässt sich dieses Drum, dieses Ding, dieses archäologische Ding lesen. Man kann quasi durch den Schlag, wo der stattgefunden hat, plötzlich etwas über denjenigen etwas in Erfahrung bringen, der das getan hat, ohne diesem Individuum jemals begegnet zu sein. Und das ist eine interessante Angelegenheit. Plötzlich verkörpert sich der Schläger, dieses Wesen, in dem Gegenstand, den er produziert. Das heißt, ich lese etwas, was in der Natur vorkommt, und kriegt plötzlich etwas mit über den, der es getan hat. Und auf diese Art und Weise kann dieses Wesen, jetzt sage ich einfach Mensch dazu, kann dieser Mensch eine Information zu uns weitergeben, nicht in einem bewussten Sinne, ja, aber einfach durch diese Tätigkeit, sodass wir Rückschlüsse auf ihn ziehen können. Bevor er das tut, können wir nichts von ihm wissen. Ja? Das heißt, bevor es so etwas wie Werkzeuge gibt, konnte man eine Information nur übertragen, wenn sich zwei Individuen begegnet sind. Der eine macht was vor, der andere macht es nach und dann kann er wieder weitergehen. So können zum Beispiel Tiere auch etwas lernen. Dressur funktioniert auf diese Art und Weise. Aber mit dem Entstehen von Werkzeugen oder anderen Gegenständen, später auch Rituale, also von nicht natürlichen Dingen, wird plötzlich eine Informationsübertragung möglich, ohne dass die Individuen anwesend sein müssen. Deswegen spricht Stiegler hier von Technik. Laurent Courant spricht auch von Technik in diesem Kontext. Das heißt, das Wesen exteriorisiert etwas. Das, was ihn ausmacht oder es ausmacht, wird in diesem Außen zum Ausdruck gebracht. Und deswegen kann man diese Dinge lesen, so wie wenn man eigentlich Schriftzeichen lesen würde. Das ist eine spannende Sache. Plötzlich werden die Menschen lesbar. Und auf diese Art und Weise lassen sich erstens Distanzen überbrücken und es lassen sich auch zeitliche, also größere Zeiten überbrücken. Ja? Jemand kann, was weiß ich, 3 Tage, 17 Jahre, 1000 Jahre später etwas entdecken und dennoch etwas verstehen von dem, was da drinnen zum Ausdruck kommt. Und deswegen gehen sowohl Leroy Guérin als Stiegler, also eigentlich alle anderen auch in der heutigen Wissenschaft her und sagen, dass durch diesen Umstand, durch die Möglichkeit, quasi in der Natur gestaltend einzugreifen, das erste Mal etwas möglich wird, nämlich dass man Kultur nennt. Während Bienen oder andere Tiere, die können eigentlich auch in einem bestimmten Sinne mit der Welt umgehen und etwas gestalten, Vögeln bauen Nester etc., aber sie werden ihre Nester nie anders bauen können. Das heißt, die Art und Weise, wie vormenschliche Lebewesen mit der Natur umgehen, ist in irgendeiner Form programmartig. Während das Entstehen eines Werkzeugs funktioniert nicht nach einem internen Programm, sondern da steckt etwas dahinter.
Wir kommen an den Gedanken nicht heran, keine Möglichkeit, aber hier steckt etwas dahinter. Wir wissen, dass da etwas dahinter steckt und das ist anders, als wenn ein Vogel sein Nest baut. Das heißt, plötzlich wird es möglich, mit demselben Gegenstand, mit demselben Gestus, mit demselben was auch immer, mit demselben kulturellen Ausdruck, Unterschiedliches zum Ausdruck zu bringen. Quasi dieselbe Geste hat nicht immer dieselbe Bedeutung. Sie kann aus dem Kontext heraus mit einer anderen Bedeutung aufgeladen werden. Und dadurch entsteht Kultur, und zwar nicht eine, sondern gleich eine Vielfalt von Kulturen. Deswegen kann es regional unterschiedliche Praktiken geben. Wieso brauche ich das? Wieso ist das wichtig für unser Thema? Auf der einen Seite ist der Mensch jenes Wesen, das der Welt ein bisschen gegenübersteht und mit ihr umgeht. Also nicht nur einfach programmartig, instinktartig in sie eingebunden ist, sondern mit ihr etwas machen kann. Und dadurch kann ein Kulturraum über Raum und Zeit hinweg entstehen. Das ist der positive Aspekt. Der negative Aspekt ist, die Dinge, die da produziert werden, haben keine eindeutige Bedeutung. Das ist jetzt das, was Herr Veit vorher quasi in einem anderen Kontext angedeutet hat. Wofür dieser Stein, Feuerstein da ist, das ist nicht hundertprozentig klar. Und man könnte ihn auch für Unterschiedliches verwenden. Und dadurch entsteht ein Problem. Auf der einen Seite kann ich mit anderen Artgenossen kommunizieren über Raum und Zeit hinweg. Auf der anderen Seite ist die Kommunikation nicht mehr eindeutig. Und damit haben quasi diese Wesen, diese Menschen ein Problem. Sie können eigentlich miteinander kommunizieren. Sprache entsteht auch auf diese Art und Weise, nämlich nicht nur als Laut geben, das können Tiere auch, sondern dass mit demselben Laut Unterschiedliches bezeichnet werden kann. Also quasi die Vielfalt der Zeichen spielt hier eine Rolle. Also auf der einen Seite ist Kommunikation möglich und damit auch Einheit, Gruppenbildung möglich. Und auf der anderen Seite gibt es keine Eindeutigkeit mehr. Und das ist der Hintergrund, warum so etwas entsteht wie Gesten, Rituale, Überzeugungen, wenn man schon sehr abstrakt redet, letztlich das, was wir ein mythisches Weltbild nennen. Also quasi diese frühen Menschen, aber auch in späteren Jahrtausenden, gehen her und fangen an, die Welt, so wie sie sie wahrnehmen, zu interpretieren. Durch ihre Gesten, durch ihre Praktiken, durch ihre Rituale, später auch durch ihre verbalen Ausformulierungen. Das heißt, es entsteht ein Weltbild und die Frage ist, welches Weltbild ist richtig? Und es geht natürlich nicht in einem heutigen wissenschaftlichen Sinn um richtig und falsch, sondern es geht darum, quasi welches ist stabil? Das heißt, man fängt an, Rituale auf eine bestimmte Art und Weise durchzuführen und jede Abweichung ist schlecht. Es entsteht quasi mythisches Weltbild. Alles soll so sein, wie es immer schon war, weil das gibt Stabilität, Sicherheit und jetzt kann ich das Wort einführen, das gibt Vertrauen. Das heißt, Vertrauen heißt quasi, dass etwas eine Bedeutung hat, die gleich bleibt. Aber das ist durch nichts garantiert. Das ist nur dadurch garantiert, dass es alle auch wirklich gleich verwenden. Und deswegen kann man sich ausrechnen, dass es entweder Missverständnisse geben kann oder plötzlich quasi eine absichtliche Abweichung. Und schon hat man genau jenes Problem, dass wir dann in den Schriftkulturen dann niedergeschrieben finden, zum Beispiel im Codex Hammurabi, dass man plötzlich nicht mehr sicher sein kann, dass derjenige, der etwas sagt oder tut, es auch in dem Sinne meint, der die Gesellschaft zusammenhält. Und dann muss man sich was einfallen lassen,
um diesen Zusammenhalt, um dieses Vertrauen wiederherzustellen. Ich komme damit mit diesem Aspekt zum Schluss, versuche das so zusammenzufassen. Zur Grundlage des Menschseins gehört es nicht, dass der Mensch ein Lügner ist. Das wäre die falsche Beschreibung dieses Phänomens. Sondern zur Grundlage des Menschseins gehört es, dass er in einer Beziehung zur Welt und auch zu anderem in der Welt ist, die nicht eindeutig ist. Und deswegen muss man, um eine Eindeutigkeit, eine Stabilität, eine Sicherheit herstellen zu können, sich etwas einfallen lassen, kulturelle Praktiken, Rituale etc., die Vertrauen erzeugen. Aber dieses Vertrauen wird nicht ein für alle Mal erzeugt, sondern dieses Vertrauen existiert nur dann, wenn es immer wieder wiederholt wird, so wie das eben bei Ritualen ist. Und dann, wenn wir dann in den Gesellschaften sind, wo wir schon rechtliche Strukturen kennen, dann gibt es dann auch juridische und andere Praktiken, um diese Stabilität der Bedeutung, das Vertrauen in die Gesten des anderen aufrecht zu erhalten. Und deswegen ist der Meineid oder quasi jenes Verhalten, das abweicht, also ist, deswegen ist das abweichende Verhalten das Grundproblem jeder menschlichen Kultur mehr oder minder von allen Anfängen an. So, jetzt bremse ich mich ein und frage wieder nach, ob das einigermaßen verständlich war, beziehungsweise ob Sie da Anmerkungen haben oder auch kritische Rückfragen. Ja, bitte. Ich frage mich, wie das mit der Lüge nun wirklich ist. Ist der Mensch wirklich wieder nur durch die Umstände unehrlich? Oder kann ich doch der Mensch wirklich bewusst auch lügen? Okay. Die Lüge ist jetzt nicht ganz mein Thema, aber ich verstehe Ihre Frage. Und ich würde zunächst einmal so antworten, wir müssten mal definieren, was Lüge heißt. Ich bringe ein kleines Beispiel. Normalerweise würden wir sagen, eine Lüge heißt, wenn etwas nicht stimmt. Ja, also wenn jemand sagt, ich bin der Kaiser, ja, aber er ist ja gar nicht der Kaiser. Wenn dieselbe Person diesen Satz aber auf einer Theaterbühne macht, wo er die Rolle eines Kaisers spielt, ist derselbe Satz plötzlich keine Lüge. Okay, kann man normalerweise auseinanderhalten. Ich bringe ein tragisches Beispiel, das ich vor etlichen Jahren einmal in der Zeitung gelesen habe, was in Mexiko passiert ist. Da sind Polizisten zu einem Bankraub dazu gekommen und haben quasi den Bankräuber erschossen. Und erst danach sind sie draufgekommen, dass das ein Filmset war. Das heißt, sie haben nicht sofort gesehen, dass das eigentlich eine schauspielerische Sache war. Das heißt, was möchte ich sagen? Dass man den Kontext beachten muss, wann etwas eine Lüge ist und wann nicht. Und dass man sich nie sicher sein kann, ob man den Kontext genügend betrachtet hat. Ja? Das heißt, man kann momentan glauben, der lügt, weil man noch nicht verstanden hat, in welchem Kontext er redet. Und jetzt bitte aufpassen, ich möchte nicht, ich gehe nicht her und relativiere die Lüge, mache ich überhaupt nicht. Lüge macht Sinn. Also quasi das Konzept der Lüge ist etwas Wichtiges, aber ich kann nicht einen absolut hundertprozentigen Beweis führen, wann etwas eine Lüge ist. Ist das ein bisschen verständlich? Ja. Das heißt, deswegen haben wir es bei dem, was wir uns heute anschauen, nicht mit Lügen zu tun, ja, sondern mit etwas anderem. Ja, also quasi Eid und Meineid, Vertrauensbruch oder nicht. Und da müssen wir erst einmal verstehen, was Vertrauen eigentlich, wie das genau funktioniert. Und dann werden wir dann hoffentlich erkennen, das funktioniert anders als das, was wir da mit Lüge besprechen. Okay, danke. Also immer die
Einwirkung von außen zu denken und Ja, nicht also von das mir aus Wichtige selbst. ist, dass der Mensch keine Beobachterposition hat. Also er steht nicht in der Position Gottes, um zu wissen, was jetzt richtig ist oder was falsch. Ja? Und daher brauchen wir Praktiken, Techniken, um herauszufinden, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und der Eid wäre ein solcher Versuch. Ja, das heißt, man lässt jemanden einen Eid schwören und hat dann ein bisschen ein Indiz, jetzt wird er wahrscheinlich die Wahrheit sagen. Aber die Frage ist, woher kommt eigentlich die Kraft, also im Sinne von Cicero? Das heißt, was läuft da? Also da müssen wir in diese Richtung weiterdenken. Danke. Also ich hoffe, dass ich Sie nicht niederrede. Dankeschön. Das ist Okay. verständlich. Gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten würde ich einfach weiter tun. Ich mache weiter. Bitte, falls ich unverständlich werde, die Sachen sind ein bisschen abstrakt und ich rede nicht immer ganz einfach, bitte mir das einfach rechtzeitig zu sagen, dann kann ich zumindest bemühen, quasi wieder verständlicher zu werden. Da gibt es etwas im Chat. Wenn wir denken über Relativität, was in einer Gruppe wichtig ist und alle in einer Gruppe das unterstützen, aber denn ein Individuum oder eine andere Gruppe haben Interesse. Ups, das verstehe ich, glaube ich, nicht ganz. Könnten Sie vielleicht Ihr Mikrofon einschalten und versuchen, mir das zu erläutern, Frau Wechsler? Ja, hören Sie mich jetzt? Ja, Ja. ich höre Sie. Ja. Ich meine, wenn Sie sagen, Vertrauen ist, dass in eine Gruppe von Menschen alle dasselbe meinen und dann die Dinge dieselbe Bedeutung geben. Und da haben ein Vertrauen und Vertrauen in eine Stabilität. Aber das ist für mich was Relatives, weil wenn eine andere Gruppe oder ein Individuum nicht dazu passt und ihre Interessen gegen die Interessen von der ersten Gruppe sind, dann entsteht eine Art Krieg. Und ich meine, dann Vertrauen und Stabilität und Bedeutung sind relativiert, wenn wir Okay, das verstehe es ich ist nicht sehr, einheitlich, ja. das verstehe ich sehr gut. Das Einzige ist, ich habe Vertrauen noch überhaupt nicht definiert. Ich habe momentan nur beschrieben, was das Problem ist. Also nicht, was die Lösung ist, sondern was das Problem ist. Und das Problem besteht darin, dass der Mensch jenes Wesen ist, das nicht mehr in einer eindeutigen Beziehung zur Welt steht, sondern quasi. Das kann vieles bedeuten. Und jetzt werden wir uns im nächsten Schritt quasi der Lösung nähern. Das heißt, ich habe noch gar nicht definiert, was Vertrauen ist. Und Sie haben sehr schön beschrieben, dass man aufpassen muss, dass man Vertrauen nicht definiert als quasi das Selbstverständnis von einer Gruppe, weil das ist eben relativ. Aber ich habe Vertrauen noch gar nicht definiert. Momentan nur das Problem aufgezeigt. Gut, dann quasi kurz noch einmal zum Überblick. Wo stehen wir gerade? Die Einleitung habe ich abgeschlossen. Dann habe ich davon gesprochen, quasi Aspekte einer Kulturgeschichte des Vertrauens zu beschreiben. Habe ein paar erste Beobachtungen, das waren die Zitate von Burckhardt und Cicero gebracht. Und jetzt eben diese Entstehung einer Kulturgeschichte des Menschen. Das habe ich jetzt schon gebracht. Und jetzt komme ich zum Punkt B in dem Unterpunkt 2, nämlich jetzt positiv aus der Vergangenheit schon langsam in die Gegenwart kommend, die Kulturgeschichte des Eides, also nicht des Vertrauens, sondern des Eides. Und zwar der Eid verstanden als eine Technik, also eine Form, eine Praxis, die Vertrauen herstellt. Und da möchte ich wiederum einige Zitate bringen. Und dann kommen wir, wenn das fertig ist, kommen wir dann zum dritten Aspekt zum Schluss. Also ich bin jetzt in 2b
und das wird ein bisschen länger werden. Ich möchte da etliche Zitate bringen. Die Zitate werden nicht immer ganz einfach sein, deswegen werde ich versuchen, sie zu erläutern, und Sie bitten mich zu unterbrechen, wenn es nicht so, also wenn es nicht ganz verständlich ist. Das sind noch einmal Zitate, die wir schon kennen. Ich erinnere noch einmal daran, was Walter Burkert gesagt hat. Religion, Moral und die Organisation der Gesellschaft zeigen sich unlösbar verkettet in der Institution des Eides. Und das kann uns jetzt verständlich werden. Wieso braucht man das? Weil es eben keine eindeutige Beziehung zur Welt gibt. Damit man also überhaupt in einer Kultur zusammenleben kann, damit man überhaupt eine Religion haben kann, damit man überhaupt eine Moral haben kann, damit man überhaupt eine gesellschaftliche Bindung, eine soziale Bindung haben kann, braucht man etwas, das das herstellt. Und der Eid wäre eine solche Praxis. Und im zweiten Absatz, die letzten zwei Zeilen eben von 1a, der Eid ist bei aller Bedeutung nur ein Sonderfall, also da gibt es mehreres, er ist ein Sonderfall der allgemeineren Tatsache, dass durch Ritual und Götteranrufung im mythischen Weltbild eine Basis des Verstehens und Vertrauens geschaffen wird. Also nochmal dieses Zitat, weil ein bisschen verständlich werden könnte, dass man Vertrauen herstellen muss, weil es kein unmittelbares Vertrauen in dieser Kulturgeschichte ergibt. Und dann das Zitat 2 ganz unten, ich überspringe das von Paolo Prodi, Zitat Nummer 2, wo Cicero sagt, man muss nicht verstehen, welche Furcht es ist, das ist das, der uninteressante Aspekt beim Eid, die Frage ist, warum er funktioniert. Was ist die Kraft, die in diesem verbalen Eid, quasi, die man da ausspricht, woher hat der eine Kraft? Warum ist das nicht einfach ein Blabla? Ja? Woher kommt die Kraft des Eides? Und er sagt, es geht nicht um den Zorn der Götter, den gibt's ja gar nicht, sondern es geht um Gerechtigkeit und Vertrauen. Wer also den Eid verletzt, der verletzt das Vertrauen. Daran möchte ich nochmal erinnern, weil wir das von dieser Kulturgeschichte her jetzt ein bisschen besser verstehen, was da das Thema dahinter ist. Deswegen noch einmal jetzt oben rot die Frage, welche Kraft ist es, die dem Eid zugrunde liegt? Wie macht das der Eid? Das ist ja einfach so quasi, ich schwöre auf die Bibel das oder ich schwöre bei Zeus das. Wieso funktioniert das? Warum ist das nicht einfach ein Satz wie jeder andere, der Tisch ist gelb oder rot? Ja? Was ist das Besondere am Eid? Wie funktioniert der? Hier ein Zitat von Emile Benveniste, einen wiederum sehr genialen Philosoph ist das falsche Wort, also jemand, der sich mit Sprache beschäftigt hat und der beschreibt wiederum den Eid wie folgt. Der Eid ist eine spezielle Modalität, eine spezielle Art und Weise der Aussage, nämlich eine Weise, die stützt, die garantiert, die beweist, aber nichts begründet. Das heißt, der Eid ist nicht selbst eine Grundlage, sondern irgendwie etwas Zusätzliches, ja, zu einer Aussage. Individuell oder kollektiv, also es ist wurscht, ob ein Einzelner schwört oder quasi eine Gemeinschaft. Der Eid existiert nur durch das, was er bekräftigt und feierlich macht. Was ist damit gemeint? Ich kann nicht sagen, ich schwöre und dann kommt nichts, weil dann habe ich nichts gesagt. Erst wenn ich sage, ich schwöre, ich war es nicht, dann bekommt die Sache eine besondere Bedeutung. Wenn ich bloß sage, ich war es nicht, ich bin nicht der Mörder, ohne Schwur, dann ist es einfach eine Aussage, die kann stimmen oder nicht. Und wenn man zusätzlich sagt, ich schwöre, ich bin nicht der Mörder, dann verändert sich dieser Aussagesatz und wir müssen jetzt noch nachschauen, worin besteht eigentlich die Veränderung? Ja? Am Inhalt ändert sich ja eigentlich gar nichts. Was ändert sich also, wenn man zum selben Inhalt vorne dran fügt, ich schwöre?
Ja, also der Eid existiert nur durch das, was er bekräftigt und feierlich macht. Er hat den Charakter eines Paktes, einer Verpflichtung, einer Deklaration. Er bereitet einen Sprechakt vor. Ich schwöre, bereitet vor, dass da jetzt noch was kommt. Oder schließt ihn ab. Ich weiß nicht, ich schwöre. Ja. Dabei hat lediglich der Sprechakt einen bedeutungstragenden Inhalt, also der Aussagesatz, ich war nicht der Mörder. Der Eid selbst bringt nichts zum Ausdruck, also nicht ein Etwas zum Ausdruck. Im Grunde handelt es sich um einen oralen Ritus, der oft durch einen gestischen Ritus vervollständigt wird. Ja? Als Kinder sind wir mal hergegangen und haben gesagt, ich schwöre, und haben quasi zwei Finger hochgehalten. Also das wird oft mit einer Geste unterstrichen, dessen Form im Übrigen variabel ist. Seine Funktion, also die Funktion des Eides, besteht nicht in der Affirmation, also in der eigentlichen Aussage, die er erzeugt, sondern worin besteht die Funktion des Eides? In einer Beziehung, die er herstellt, und zwar zwischen was? Zwischen dem ausgesprochenen Wort und der angerufenen Macht. Meistens sind Götter gemeint. Das heißt, wenn jemand sagt, ich schwöre bei Zeus, dann wird zwischen dem Satz, den ich sage, ich war's nicht, und der angerufenen Macht eine Beziehung hergestellt, und die müssen wir uns noch näher anschauen. Ja? Weil Cicero weiß ja quasi, den Zeus, den gibt's ja gar nicht. Ja? Also was soll das dann, dass ich da irgendeine Macht anrufe, die in Realität ja gar nicht existiert? Was brauche ich dann diese Anrufung? Es gibt aber keinen Eid, in dem nicht so eine Macht angerufen wird. Es gibt immer den Verweis auf irgendetwas Höheres. Das ist quasi nur eine kulturelle Beschreibung von Benvenist, der sich quasi alle Eide in allen möglichen Kulturen angeschaut hat und hier quasi eine Zusammenfassung gibt. Jetzt aus der biblischen, also aus der jüdischen Tradition Philon, der auch eine interessante Beobachtung macht. Natürlich setzt Philon bereits den jüdischen Gott voraus. Das ist hier nicht unser Thema, sondern was sagt er? Philon von Alexandria eben sagt, die Menschen, die unzuverlässig sind, in die man also kein Vertrauen hat, nehmen Zuflucht zum Eid. Sie schwören, um damit Glaubwürdigkeit oder Vertrauenswürdigkeit zu erhalten. Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit ist dasselbe, das was griechisch Pistis heißt und bei uns mit Glaube oft übersetzt wird, ist lateinisch Fides und Fides wird mit Vertrauen und Treue übersetzt und eigentlich ist auch Fides der Glaube und Pistis auch das Vertrauen. Also Glaube und Vertrauen ist in dieser Antike eigentlich dasselbe. Da geht es nicht um unsere theologischen Bedeutungen. Okay, also Menschen, die unzuverlässig sind, nehmen Zuflucht zum Eid, um Glaubwürdigkeit oder Vertrauenswürdigkeit zu erhalten. Gott aber, jetzt ist der jüdische Gott im Hintergrund, ist auch, wenn er spricht, glaubwürdig. Er ist Pistos, also quasi vertrauenswürdig, weil seine Logoi, was ihre Zuverlässigkeit angeht, sich in nichts von Eiden unterscheiden. Also quasi Gott lügt nicht. Das ist zumindest das monotheistische Gottesverständnis, das biblische Gottesverständnis, während die griechischen Götter, na, die können ordentlich herumlügen. Ja, also in der monotheistischen Tradition ist Gott, jedes Wort Gottes funktioniert eigentlich wie ein Eid. Ja? Aber das ist noch nicht der Punkt. Der Punkt kommt im nächsten Absatz. Wir fügen unseren Beteuerungen den Eid hinzu, während der Eid selber wegen Gott zuverlässig ist. Das heißt, Philon schaut sich das ganz genau an und sagt, der Eid ist nicht deswegen zuverlässig, weil wir ihn sagen, weil wir sind ja die Unzuverlässigen, sondern warum ist der Eid zuverlässig? Also Gott ist nicht wegen des Eides glaubwürdig, sondern der Eid ist verlässlich wegen Gott.
Das ist eine erste Antwort auf das, was der Cicero gefragt hat. Woher kommt die Kraft des Eides? Sie kommt nicht durch den, der ihn ausspricht, sondern sie kommt durch die angerufene Macht. Deswegen muss sie angerufen werden. Mein Satz wird deswegen glaubwürdiger, weil es zu dem Ritual gehört, dass die Götter oder hier im biblischen das Gott das mehr oder minder bestätigt. So zumindest die These. Wir wissen ganz genau, das ist ja auch nur eine Behauptung. Aber wichtig ist, die Kraft kommt nicht vom Menschen, sondern von der angerufenen Macht. Und jetzt müssen wir weiter schauen. Also ein erster Hinweis. Vertrauen bedeutet, auch das ist jetzt quasi eine Wortanalyse, wiederum Emile Benveniste, der sich einfach Bedeutungen von Worten anschaut. Ich habe das oben rot so zusammengefasst. Vertrauen heißt so viel wie jemanden Kredit geben. Credere, Credo steckt da drinnen. Das Glauben, und er wird das gleich beschrieben. Vertrauen heißt jemanden Kredit geben. Der kann tun, was er will, er hat Kredit bei mir. Ihm vertraue ich. Ja? Also jemanden glauben. Jetzt eben Emil Benveniste, der sich quasi die indoeuropäischen Sprachen anschaut. Fides, also das lateinische Fides, das bei uns Vertrauen heißt, bezeichnet das Vertrauen, das der Sprechende bei seinem Gesprächspartner weckt und bei ihm genießt. Also ich bin für ihn vertrauenswürdig. Also offensichtlich durch mein Verhalten bin ich beim anderen als vertrauenswürdig eingestuft. Daraus ergibt es sich, dass es sich dabei um eine Garantie handelt, quasi um einen Kredit, die er geltend machen kann. Sie können ruhig an die Banken denken. Die Banken, die versuchen zu überprüfen die Kreditwürdigkeit, die Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, Vertrauen ist dasjenige, was mir der andere schenkt, beziehungsweise was ich gedeckt habe, sodass mir der andere Kredit gibt. Wiederum Giorgio Agamben, der eben diese Archäologie des Eides schreibt, auch Benveniste zitiert, also quasi ein weiterer, der sich mit diesen Dingen beschäftigt, schreibt, Zitat 5b, Credere bedeutet ursprünglich Kredit geben, also Kredit geben, den eigenen Glauben in jemanden setzen. Also jemanden glauben heißt quasi das eigene Vertrauen in jemanden setzen, von dem man Schutz erwartet und sich auf diese Weise mit ihm im Glauben verbindet. Also Vertrauen und Eid und Glauben sind Worte, die eine Beziehung, und zwar eine Bindung zum Ausdruck bringen. Nicht quasi den Bruch, sondern die Bindung, zumindest zum Ausdruck zu bringen wollen. Wobei man sich gestisch oft die rechte Hand drückt, uns die rechte Hand reichend, haben wir uns in Fides verbunden. Ja, also so wie Handschlagqualität. Ja, also wir haben alle diese Gesten oder viele dieser Gesten teilweise auch heute noch. Dann eine interessante Verwendung des Wortes Fides, Vertrauen, und zwar jetzt nicht im individuellen, auf individueller Ebene, sondern im Völkerrecht. Da gibt es auf Lateinisch etwas, das wird genannt die Deditio in Fidem. Deditio, eigentlich die Übergabe. Hier geht es um eine Kapitulation, quasi zwei Völker, zwei Städte sind miteinander im Clinch, und die Schwächere kapituliert. Und diese Form der Kapitulation kann sie eben so machen, dass sie nicht wartet, quasi bis sie zerstört wird, sondern quasi sich übergibt in Vertrauen, deditio in fidem, ja, also quasi dem Feind den Schlüssel zum Stadttor übergeben, zum Beispiel. Und da findet auch Fides eine Rolle. Das heißt, schauen wir nach, was da steht. Giorgio Agamben ist derjenige, der mehrere solche Beispiele zusammenträgt. Da heißt es,
Die Fides, also diese Deditio in Fidem, regelte nicht allein die persönlichen Beziehungen, darüber hinaus erfüllte sie eine wichtige Funktion im Völkerrecht. Die Städte und die Völker, die sich in der Deditio in Fidem aneinanderbanden, ja, also eigentlich der Feind, der schwache Feind, bindet sich im Vertrauen an seinen bisherigen Gegner. Sie leistet sich gegenseitig feierliche Eide, um diese Verbindung zu sanktionieren. Also so quasi der Stärkere sagt, okay, dann leiste einen Eid, dass du nicht wieder einen Aufstand machst, und dafür leiste ich dir einen Eid, dass ich dich in Ruhe lasse. Ja? Also die werden keine Freunde, aber quasi diese Gegnerschaft wird dadurch kalmiert, befriedet, indem es ein gegenseitiges Versprechen gibt, das ein Vertrauen herstellt, obwohl das eine weitere Hierarchie ist. Die Fides ist folglich ein in der Regel von einem Eid begleiteter verbaler Akt. Also Vertrauen ist nicht nur ein Gefühl oder so etwas, sondern ist ein in der Regel von einem Eid begleiteter verbaler Akt, mit dem man sich vollständig dem Vertrauen eines anderen überantwortet und im Gegenzug dessen Schutz erlangt. Gegenstand der Fides ist, ebenso wie beim Eid, auf jeden Fall die Übereinstimmung zwischen den Worten und den Handlungen der Parteien. Das ist wiederum eine interessante Sache, wo man, eigentlich ist es selbstverständlich, man muss darüber nachdenken. Es wird etwas gequatscht, bla bla. Aber dieses Quatschen, also jetzt dieser Eid, dieser Sprechakt hat eine reale Funktion. Das heißt, es wird hier nicht eine Info, nicht eine Kommunikation vermittelt, sondern damit wird etwas getan. Es wird etwas juridisch und politisch ins Werk gesetzt. Und deswegen besteht das Vertrauen darin, dass die Worte, die gewählt werden, mit realen Handlungen tatsächlich übereinstimmen. Und auf diese Art und Weise entsteht Vertrauen. Wir wissen, eine Garantie ist es nicht, aber es ist der Versuch, so etwas wie eine Sicherheit herzustellen, und es kommt noch mehr. Ich mache einfach weiter, wenn Sie mich nicht unterbrechen. Ein erstes Ergebnis könnte man so formulieren: Das, was man als Fides, als Vertrauen bezeichnet, könnte man sagen, findet genau dort statt, oder umgekehrt, dort, wo Vertrauen stattfindet, gibt es Sicherheit und soziale Bindung. Also Vertrauen hat nichts mit nicht bloß etwas mit Information zu tun, sondern mit gesellschaftlichem Zusammenleben, obwohl natürlich die Möglichkeit des Scheiterns, des Meineides natürlich immer noch da ist. Das haben wir noch nicht weggekriegt, aber wir kriegen mit, worum es geht. Beim Vertrauen geht es nicht bloß ums Reden, sondern es geht um etwas Politisches, Gesellschaftliches. Giorgio Agamben fasst etwas zusammen, was er bei Benvenist gelesen hat. Derjenige, der die Fides besitzt, also der das Vertrauen von einem anderen besitzt, wer die Fides besitzt, die ein Mann in ihm gesetzt hat, hält diesen Mann in seiner Gewalt. Natürlich jetzt nicht im Sinne von herrscherlicher Macht, sondern wenn jemand mir vertraut, dann habe ich ihn ein bisschen in der Hand. Das ist durchaus gefährlich, mir zu vertrauen, weil ich könnte ja dieses Vertrauen ausnutzen. Ja, also in dem Augenblick, wo mir jemand vertraut, habe ich eine gewisse Macht, keine souveräne Macht, keine Autorität von oben her, aber ich kann mit dieser Beziehung umgehen. Deswegen zeigt er gleich im nächsten Satz, deshalb wird Fides beinahe gleichbedeutend mit Ditio et Podestas, mit Autorität und Macht. Wenn ich vertrauenswürdig bin, wenn mein Chef mir vertraut, dann quasi kann ich mit ihm etwas machen. Ich könnte ihn reinlegen oder ich könnte in seinem Namen etwas tun. Also das Vertrauen hat einen ähnlichen Charakter wie eine Autoritäts- oder eine Machtbeziehung, funktioniert aber ganz anders.
in ihrer ursprünglichen Form bedingten diese Beziehungen eine gewisse Gegenseitigkeit. Setzte man seine Fides in jemanden, so erhielt man dafür dessen Bürgschaft und Beistand. Gerade dadurch wird allerdings die Ungleichheit, die Hierarchie des Standes betont. Es handelte sich also um eine Autorität, die gleichzeitig mit einem Schutz für den, der sich ihr unterwirft und je nach dem Grad seiner Unterwerfung ausgeübt wird. Denken Sie wiederum quasi an den Bankkredit. Ja? In dem Augenblick, wo mir die Bank vertraut, kann ich plötzlich mit ihrem Geld etwas auf die Beine stellen. Ja? Also es ist zwar, die Bank ist mir immer noch über, ja? Aber plötzlich darf ich etwas, was ich sonst nicht dürfte. Also dort, wo Vertrauen herrscht, gibt es Sicherheit und es gibt ein politisches, gesellschaftliches, moralisches, wie auch immer geartetes Band. Aber nochmal die Cicero-Frage. Woher genau kommt jetzt eigentlich diese Kraft? Bei Philon haben wir schon gesehen, dass er sagt, die Kraft kommt eigentlich nicht von dem, der schwört, sondern von dem, auf den er sich beruft. Das heißt, von Gott her. Biblisch kriegen wir das einigermaßen hin, aber bei Zeus und Konsorten würde das nicht so einfach gehen. Und wenn wir, wenn jemand von Ihnen quasi kein Christ ist oder keiner monotheistischen Religion angehört, dann wird quasi das Schwören auf Gott auch jetzt quasi nicht den Hund hinterm Ofen hervorlocken. Deswegen noch einmal die Frage, wie macht das der Eid, dass er Vertrauen schafft? Und da gibt es wiederum bei Agamben eine lange Analyse, wo ich die nur quasi das Ergebnis bringe. Agamben zeigt auf, aber auch Paolo Broli zeigt das auch auf, dass der Eid, dass quasi ein Eid, ein Schwur, stets drei Elemente beinhaltet. Erstens die eigentliche Aussage. Ja, ich war nicht der Mörder oder ich habe das richtig gesagt. Die eigentliche Aussage. Dann zweitens die Anrufung der Götter als Zeugen. Ich schwöre das bei Zeus, bei Gott, auf die Bibel oder was auch immer. Also quasi eine Anrufung. Und dann eine zweite Anrufung mit einem gegenteiligen Inhalt. Und wenn ich einen Meineid, wenn das nicht stimmt, dann möge ich bestraft werden. Ja, also quasi die Akzeptanz, dass man dann einem Fluch unterworfen ist, wenn man einen Meineid geleistet hat. Und ich werde das gleich näher anschauen. Ich lese noch die nächsten drei Zeilen. Also diese drei Aspekte sind wichtig und dann heißt es, im gleichen Sinne lässt sich sagen, dass der Eid eine Institution ist, also eine kulturelle Einrichtung, dass ein Element vom Typ Pistis oder Fides, Vertrauenswürdigkeit, nämlich das gegenseitige sich anvertrauen an die gesprochenen Worte, also dieses Element, sowie ein anderes Element miteinander verbindet. Was ist das andere Element? Ein Element vom Typus Sacratio Devotio, das mit diesem Fluch verbunden ist. Und das habe ich jetzt noch nicht erläutert. Was ist Sacratio? Sacratio könnte man, wenn man es einfach normal übersetzt, als Weihung bezeichnen. Und auch Devotio ist quasi eine Form der Weihung. Nur im Deutschen heißt das für uns nichts mehr. Deswegen muss man wieder kulturgeschichtlich schauen, was heißt das? In den meisten Kulturen, zumindest in den frühen Kulturen, und ich rede nicht von den monotheistischen Traditionen, weil da wird dann alles ein bisschen komplizierter, in den alten Kulturen geht man immer wieder her und weiht etwas den Göttern. Ja, man gibt es den Göttern quasi als Geschenk. Und da gibt es einen interessanten Gestus. Wenn etwas den Göttern geweiht wird, wird es aus dem Bereich des Menschlichen ausgeschlossen,
Ja, so quasi, es gehört quasi nicht mehr zum Menschlichen dazu, sondern hat jetzt einen vollkommen anderen Status. Und das wird in vielen Kulturen dadurch zum Ausdruck gebracht, dass dasjenige, was man weiht, kaputt gemacht wird. Ja? Also ich bringe jetzt ein blödes Beispiel, wenn ich quasi in einem Tempel quasi eine Teekanne den Göttern weihe, dann wird in die Teekanne ein Loch reingemacht. Weil dadurch kann man sie in der Welt nicht mehr benötigen. Das heißt, das Unbrauchbar machen ist hier nicht etwas Negatives, sondern es wird aus dem Bereich des Weltlichen herausgenommen, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass es nun einem anderen Bereich, nämlich dem Göttlichen, der andere Gesetze hat, zugehört. Das war mit Devotio. Das lässt sich quasi relativ einfach nachzeichnen. Und die Sacratio ist etwas Ähnliches. Sacer heißt heilig machen, aber im Unterschied zum Sanctus ist das eine besondere Form von Sacer, das von Heiligkeit, nämlich eine, die wiederum aus der herrschenden Ordnung herausgenommen wird. Giorgio Agamben ist jener Philosoph, der ein großes Projekt gemacht hat. Das nennt er den Homo Sacer. Das ist eine römische Figur, eine ganz seltsame Angelegenheit, die es im römischen Recht gibt, nämlich ein Mensch, den man schuldlos töten kann. Den kann ich also umbringen, ohne dass mir irgendeiner etwas tun kann. Aber ich darf ihn nicht den Göttern opfern. Ja. Und die Frage ist, was soll das? Wir kennen das aus dem germanischen Bereich, wir nennen das Freiwild. Wenn jemand zum Freiwild geworden ist, ja, dann können ihm quasi andere Schaden antun, aber man wird dafür nicht bestraft. Worum geht's? Es geht bei dieser römischen Figur darum, dass der Homo Sacer, der heilige Mensch, nicht mehr in dem Bereich der menschlichen Ordnung, des Jus humanum, des menschlichen Rechts gehört, also nicht mehr quasi auf herkömmliche Art und Weise eine Rechtsperson ist, aber er gehört auch nicht dem göttlichen Bereich, dem Jus divinum, gehört er auch nicht an. Warum nicht? Weil das Jus divinum in den römischen und hellenistischen Kulturen, also wiederum außerhalb der monotheistischen Traditionen, sind die Götter nicht etwas, was als solches existiert, sondern sie sind der Inbegriff für das, was die Gemeinschaft zusammenhält. Das heißt, das ist das, was beim Cicero anklingt, die Götter gibt's nicht wirklich, sondern die Götternamen und ihre Funktion ist eine Chiffre für das, was die Gesellschaft zusammenhält. Und wenn jetzt jemand weder zum menschlichen Bereich noch zum göttlichen Bereich gehört, dann ist er wirklich aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Dann ist er nicht quasi so wie die kaputte Teekanne vom menschlichen Bereich in den göttlichen übergegangen, sondern dann gehört er zu nichts mehr dazu. Das wäre also die Verfluchung. Wir kennen das auch als Bann. Jemand ist verbannt. Er gehört nicht mehr zur Ordnung. Und jetzt komme ich wieder zurück. Ich habe nur versucht, Sacratio und Devotio zu erklären. Im Eid durch die doppelte Anrufung der Götter wird auf der einen Seite eine Vertrauensbeziehung hergestellt und auf der anderen Seite setzt man sich aufs Spiel. Man riskiert quasi seine eigene Existenz, indem man sagt, und wenn ich da jetzt einen Meineid geleistet habe, dann gehöre ich weder zu den Menschen, zur Ordnung der Menschen, weil die habe ich ja gerade in Frage gestellt. Und ich gehöre auch nicht zur Ordnung der Götter, weil die habe ich genauso in Frage gestellt. Ich sehe, dass es eine Frage im Chat gibt.
Herr Zacherl, erlauben Sie mir, dass ich noch kurz meine Argumentation fertig mache und dann auf diese Frage eingehe, weil ich bin nämlich gleich fertig. Das heißt, worum geht es, wenn jemand in einem Eid die Götter anruft? Wen ruft man da an, wenn es diese Götter gar nicht gibt, im Sinne von Cicero? Man ruft das an, was in der jeweiligen Kultur der Name dafür ist, was die Gesellschaft zusammenhält. Das heißt, ich schwöre auf den Zusammenhalt der Gesellschaft, könnte man sagen. Und dafür stehen die Götter. Das heißt, wenn ich auf die Götter schwöre, schwöre ich auf das, was unsere gemeinsame Überzeugung ist. Und wenn ich da jetzt einen Meineid geleistet habe, dann habe ich nicht irgendwelche Götter beleidigt, sondern dann habe ich verhindert, dass unsere Gemeinschaft einen Zusammenhalt hat. Das heißt, ich habe das soziale Band verraten. Während, wenn ich im positiven Sinne schwöre, habe ich dadurch das soziale Band gestiftet. Weil plötzlich werde ich einer, der nicht nur als Individuum funktioniert, sondern der sich an das hält, was die Gemeinschaft zusammenhält. Und dadurch erkennt man, worin die Kraft des Eides besteht. Dadurch, dass Menschen einen Eid, ein Versprechen, einen Schwur, wie auch immer man das dann formuliert, tun, ein Ritual ablegen, immer wieder, bringen sie zum Ausdruck, dass sie nicht als egoistisches Individuum existieren, sondern sie anerkennen quasi den Grund der Gemeinsamkeit. Und das bringen sie zum Ausdruck, dass sie das rituell anrufen. Und da ist es nicht wichtig, dass es diesen Zeus gibt, sondern dass dieser Zeus tatsächlich die Chiffre für das Zusammenhalten der Gesellschaft ist. Und deswegen kann man in unterschiedlichen Kulturen natürlich auf Unterschiedliches schwören. Wenn wir auf die Bibel schwören, oder wenn das zumindest längere Zeit eine Praxis war, die Frage ist, wie das heute rechtlich zu verstehen ist, da habe ich zu wenig Ahnung. Aber wenn wir auf die Bibel schwören, dann ist nicht die Bibel ein magisches Objekt, das meine Aussage jetzt irgendwie auf magische Art und Weise Kraft verleiht, sondern umgekehrt. Die Gesellschaft ist eine, die sich von dem, was in der Bibel drinnen steht oder wofür die Bibel steht, her versteht. Und wenn ich einen Eid schwöre, dann bekenne ich mich zu dem, was uns zusammenhält. Und das gibt Vertrauen. Und wenn ich da jetzt einen Meineid da tue, dann habe ich nicht einfach einen lustigen Witz gemacht, sondern habe ich genau dieses gesellschaftliche Band in Frage gestellt. Und wenn, dann werde ich nicht von den Göttern bestraft, sondern werde ich im Namen der Götter bestraft. Wir würden heute sagen, im Namen der Gesellschaft ergeht folgendes Urteil. Also es geht darum, dass sich hier im Eid ein Individuum an das soziale Band bindet und dadurch eine realpolitische, gesellschaftliche, moralische Bindung herstellt oder sich aufs Spiel setzt, quasi weil er nicht nur eine Falschaussage gemacht hat, sondern genau dieses soziale Band in Frage gestellt hat. Jetzt schaue ich nach, was Herr Zacherl geschrieben hat. Ist die besonders strenge Sanktionierung des Meineids ident mit Fluch? Da kenne ich jetzt nicht alle Details, aber letztlich geht es darum. Also das heißt, man müsste jetzt nachschauen, Agamben macht das, ich habe es nur teilweise im Kopf. Was ist eigentlich ein Fluch? Ja, also quasi soll mich doch der Jupiter verfluchen, den gibt es ja eh nicht. Ja, also da muss man aufpassen, dass man den Fluch nicht missversteht als eine Kraft, die von einer realen, wie auch immer gearteten Persönlichkeit ausgeht, sondern der Fluch ist das Ausgeschlossensein aus der Gemeinschaft, also quasi gebannt sein, zu jemand Unwürdigen geworden sein. Also Sie kennen vielleicht diese Redewendung, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er mal die Wahrheit spricht.
da steckt etwas drinnen. Nämlich nicht, dass der die ganze Zeit lügt, sondern plötzlich hat der keinen besonderen Stand mehr in der Gesellschaft. Weil er kann vielleicht die Wahrheit reden, aber man glaubt es ihm nicht mehr. Das heißt, er ist quasi zu einer Person geworden, die nicht mehr wirklich quasi zur Gesellschaft dazugehört. Und das würde ich quasi als Fluch bezeichnen. In diesem Sinne habe ich es zumindest verstanden. Das heißt, der Meineid führt dazu, dass ich nicht mehr zur Gesellschaft gehöre. Ich mache das mit relativ starken Sätzen. Das ist wahrscheinlich alles nicht so einfach, aber ich hoffe, dass das ein bisschen verständlich ist. Zunächst einmal, Herr Zacherl, ist die Antwort für Sie verständlich oder gibt es da eine Rückmeldung? Danke, ja. Okay. Darf ich sonst fragen, dass mit diesem Zitat 7 quasi wie der Eid funktioniert, mit dieser doppelten Anrufung der Götter, das ist absolut zentral. Wer wird, nämlich auch in den nicht-monotheistischen Religionen, warum funktioniert in einer mythischen Kultur, wo es ja diese Götter alle gar nicht gibt, ja, wieso funktioniert das? Weil die Götter sind die Namen für das, was die Gesellschaft, die Kultur zusammenhält. Und daran binde ich mich. Ich binde mich also an den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das ist der spannende Punkt daran. Aber da gibt es in der Bibel, auf die lange Zeit geschworen, wurde eine Stelle, quasi schwört überhaupt nicht, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Das ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube, dass ich das jetzt nicht hinkriege. George Agamben geht darauf ein. Da muss man schauen, dass dieser Satz eine Anspielung ist auf hellenistische Eidformeln. Und diese Eidformeln haben eben genau normalerweise einen Gottesnamen drinnen. Und in dieser Formulierung wird aus der Eidesformel der Gottesname rausgestrichen. Ja, also das heißt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Das heißt, das Vertrauen soll nicht durch irgendeine externe Instanz hergestellt werden, sondern durch euch selbst. Also diese übliche Interpretation, hier wird einfach verboten zu schwören, die ist Hatschat, ja? Und sie ist ja eigentlich auch nie in der Kulturgeschichte wirklich eingehalten worden. Es geht eher um etwas anderes, nämlich um das Verständnis, dass die Kraft, die in dem Eid drinnen steckt, nicht von etwas Externen kommen soll, sondern von eurem eigenen Wort. So ähnlich wie Philon gesagt hat, wenn Gott spricht, dann ist das eigentlich ein Eid. Der muss gar nicht schwören, weil das ist schon wahr. Und die Aufforderung ist, dass das mit unserem Wort auch so sein soll. Das ist aber eine theologische Aussage, da kann ich natürlich jetzt nicht quasi daraus kulturgeschichtliche Konsequenzen ziehen. Das ist also eher eine Botschaft, eine theologische Botschaft für das Sprechen der Menschen selbst. Tut mir leid, wenn das ein bisschen komplex ist, passt nicht ganz in unseren Kontext, aber natürlich taucht diese Frage immer auf. Gut, ich habe hier schon angedeutet, dass es da eine Conclusio gibt. Ich blende mal die ein und horche weiter zu, ob Sie eine Frage haben. Also das einzig Neue auf dieser Seite ist unten das Rote, oben steht dasselbe. Im Eid bindet sich, also es findet eine Bindung statt. Im Eid bindet sich der oder die Eidleistende an etwas. Und zwar an was? An das, was in der jeweiligen Kultur die Gesellschaft zusammenhält. Ja, also quasi, es geht also nicht darum, dass das eine identifizierbare Instanz ist, sondern dass hier eine Beziehung zu dem hergestellt wird, dass die Gesellschaft zusammenhält. Und Vertrauen entsteht dadurch, oder warum entsteht dabei Vertrauen?
indem der Mensch sich selbst an seine Worte und Handlungen bindet. Was ist so der Unterschied, wenn ich sage, ich war es nicht, zu dem Satz, ich schwöre, ich war es nicht? Was ist der Unterschied? Eigentlich ist dasselbe Inhalt. Der Unterschied ist, wenn ich es unter Eid sage, dann kann ich als Person plötzlich mit diesem Satz identifiziert werden. Ich bin der, der das gesagt hat. Und plötzlich wird quasi der Satz mit mir identifiziert. Während wenn ich ihn nur einfach ausspreche, dann bin ich zwar auch der, der es gesagt hat, aber ich werde nicht mit diesem Satz identifiziert. Ja. Vielleicht könnte man so die Lüge definieren. Wenn jemand auf der Theaterbühne sagt, ich bin der Kaiser, dann hat er nicht gelogen, weil vom Kontext her es nicht den Charakter einer Eidentifizierung hat. Ja? Also er hat sich nicht wirklich mit dem Satz identifiziert. Während wenn man sich mit einem Satz identifiziert und der stimmt dann nicht, dann würde es vielleicht als Lüge gelten. Vielleicht könnte man so an die Sache herankommen. Das hilft uns zwar nicht, quasi konkret herauszufinden, wann jemand lügt, aber man könnte quasi unterscheiden zwischen einem Satz, der als Lüge gelten hat und einem Satz, der gleichlautend ist, aber eben keine Lüge ist. Ja. Beim einen identifiziert man sich damit, beim anderen nicht. Was eben noch etwas Wichtiges ist, dass der Mensch sich selbst im Eid mehr oder minder riskiert, ein Risiko eingeht. Ab nun bin ich der, der mit diesem Satz identifiziert wird. Ab nun setze ich mich aufs Spiel. Derjenige, der unter Eid quasi etwas Falsches aussagt, der wird belangt. Ja? Während wenn man es nicht unter Eid aussagt, der wird nicht belangt. Ja, also so könnte man eine erste Konklusion ziehen. Gut, ich mache einfach weiter, damit wir noch gut zum Ende kommen. Das sind jetzt ein paar kulturgeschichtliche Konsequenzen. Die haben jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Vertrauen zu tun, aber sind doch so spannend, dass ich sie quasi vermitteln möchte. Wiederum Agamben, dass sich hier eine Konsequenz zieht, die allgemeine Meinung der zufolge der Eid der magisch-religiösen Sphäre entstand. Das war quasi so eine Annahme. Irgendwann, so in grauer Vorzeit, da haben die Menschen tatsächlich noch an die Götter geglaubt und da haben sie quasi so eine große Angst vor den Göttern gehabt, dass sie einfach nicht gelogen haben. Das ist ein Blödsinn. Es gibt nicht erst eine magisch-religiöse Sphäre, die irgendwie dem Eid seine Kraft gibt, sondern genau umgekehrt. Das, was wir gewöhnlich für Magie, für Religion oder Recht als solches bezeichnen, stellt uns der Eid gerade in einer noch ungedeihlichen Einheit vor Augen. Magie, Religion oder Recht gehen aus ihm als seine Fragmente hervor. Ich versuche das zu übersetzen. Es braucht nicht erst eine religiöse oder eine juridische Überzeugung, damit es den Eid geben kann, sondern umgekehrt. Erst wenn es so etwas wie den Eid gibt, wird so etwas wie Religion oder Recht überhaupt möglich. Das heißt, eine rechtliche Aussage, ja, was ja eigentlich bloß ein Blabla ist, ja, bekommt überhaupt nur eine Kraft, wenn das Recht quasi wie ein Eid funktioniert. Das heißt, diese Vertrauensstruktur, die hier am Phänomen des Eides basiert, ist früher oder ist quasi die Grundlage für alle juridischen und politischen Ausdrucksformen. Ja? Es gibt überhaupt nicht die Möglichkeit, ein soziales oder politisches Band herzustellen, wenn nicht so etwas wie eine Eidstruktur oder eine Vertrauensstruktur, die im Sinne des Eides funktioniert, im Hintergrund steht. Also nicht erst gibt es eine Politik, ein Recht oder eine Religion und dann gibt es den Eid, sondern umgekehrt. Erst gibt es dieses sich binden an etwas und dann wird so etwas wie Recht und Religion möglich.
Insofern derjenige, der sich im Sprechakt riskiert hatte, also etwas sich aufs Spiel setzt. Also erst insofern derjenige, der sich riskiert hatte, wusste, dass er deswegen gleich ursprünglich der Wahrheit wie der Lüge ausgesetzt war. Also erst in dem Augenblick, wo man diesen Unterschied erkennt, der der Segnung wie dem Fluch ausgesetzt war, erst vor diesem Hintergrund entsteht das, was Lucrez die Gravis Religio nennt, also das der Religion im engeren Sinne bezeichnen, sowie das Recht als Versuche, Treu und Glauben zu sichern. Also die Eidstruktur ist älter als ihre politischen, juridischen und religiösen Ausgestaltungen in konkreten Ritualen, Gesten und sonstigen Traditionen. Ich springe zum Zitat 9. Religion und Recht existieren nicht schon vor der performativen Erfahrung der Sprache. Performativ heißt, dass ein Satz bewirkt, was er sagt. Ich bringe mir dasselbe blöde Beispiel. Wenn jemand sagt, die Konferenz ist eröffnet, dann macht es wenig Sinn zu fragen, wieso, seit wann, ist mir noch gar nicht aufgefallen, sondern durch diesen Satz wird sie eröffnet. Oder das andere, immer selbe Beispiel, wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann wäre es unangemessen zu sagen, danke für die Info, ja, sondern es wird mit diesem Satz diese Liebe zum Ausdruck gebracht. Deswegen muss man sich etwas einfallen lassen, wenn man die Liebe zum Ausdruck bringen möchte. Das heißt, man muss irgendwie einen vertrauenswürdigen Satz sagen und nicht einfach eine Info rüberbringen. Und das ist das, was hier als Sakrament bezeichnet wird. Vielleicht kann ich das ganz kurz erläutern. Sakrament ist wiederum ein Begriff des frühesten römischen Rechts, das sogenannte Sakramentsprozess. Und der funktioniert so, also ein Zivilprozess, wo man quasi nicht gescheit entscheiden kann, wer hat Recht und wer nicht. Und da gehen dann beide Vertragspartner, quasi beide Streitpartner her und leisten einen Eid, und zwar einen gegengleichen. Also quasi so, dass genau der eine schwört und der andere schwört genau auf das Gegenteil. Und zusätzlich hinterlegen beide bei Gericht ein Sakramentum. Ja, de facto war das meistens ein Geldbetrag. Aber wieso heißt der Sakramentum? Was hat es wieder mit dieser Sazatas zu tun? Man setzt sich quasi selbst aufs Spiel. Man gibt sich selbst zum Einsatz. Also quasi, ich hinterlege ein Geld und gebe damit quasi mein Leben zum Pfand. Und wenn sich dann herausstellt, auf welche Art und Weise immer diese Kultur das macht, dass das eine gestimmt hat oder nicht, dann bekommt der, der die Wahrheit gesagt hat, bekommt das Sakramentum wieder zurück. Beim anderen freut sich der Finanzminister und er wird quasi im Namen des Volkes oder quasi im Namen dieser Gesellschaft verurteilt. Das heißt, das Sakramentum hat den Charakter eines Objekts oder quasi einer Tätigkeit, eines Einsatzes, der eine Bindung zum Ausdruck bringt. Das kann natürlich dann später bei den Römern dann zum Beispiel beim Soldateneid stattfinden. Und auf diese Art und Weise kommt es dann auch in die christliche Theologie als Sakrament. Da geht es auch immer um etwas Gegenständliches, wo eine Bindung zum Ausdruck gebracht wird. Und das, was Agamben eben aufzeigt und was Brody aufzeigt, ist, dass das Sprechen den Charakter eines Sakraments hat, im Sinne von im Sprechen setzt sich der Mensch selber aufs Spiel. Und das quasi werden wir, möchte ich in den letzten zwei Zitaten hier bringen. Wiederum Agamben am Ende seines Buches, wo er quasi eine Konsequenz zieht, Zitat 10. Er sagt, es ist nun an der Zeit, den Eid in seiner Beziehung zur Anthropogenese, zur Menschwerdung archäologisch zu verorten.
Das ist im Prinzip das, was ich auch gemacht habe. Zunächst einmal zu zeigen, was es mit der Entstehung des Menschen zu tun hat, mit der Menschwerdung. Und jetzt das Kursive, die Kursivität kommt von Agamben selbst, also er hebt das selber hervor. Der Mensch ist jenes Lebewesen, das, um sprechen zu können, und hier ist Sprechen etwas anderes als Lautgeben der Tiere, der Mensch ist das Lebewesen, das, um sprechen zu können, ich sagen muss. Das kann ein Tier nicht. Es kann nicht selbstreflexiv auf sich beziehen. Was das heißt hier ich sagen muss, es muss das Wort ergreifen. Also nicht einfach einem Instinkt folgen, sondern ich muss das Wort ergreifen, sodass der Satz, den ich sage, etwas mit mir zu tun hat. Wenn die Biene ihren Tanz aufführt, um zu sagen, wo quasi es eine Blumenwiese gibt, da spricht nicht sie als Individuum, sondern da bringt sie quasi auf eine komplexe Art und Weise etwas zum Ausdruck. Das menschliche Sprechen hat damit zu tun, dass ein Individuum sich mit seinem Wort selbst aufs Spiel setzt. Ich lehne das gerade deshalb, muss sich der Mensch im Unterschied zu anderen Lebewesen um sprechen zu können, in seinem Wort selbst aufs Spiel setzen. Gerade deshalb kann er segnen oder verfluchen, einen Eid oder einen Meineid schwören. Ich hab's in der Hand. Das liegt nicht am Wortlaut, sondern ich hab's in der Hand, was ich damit performe. Was hat das mit dem Zusammenhang mit der Entstehung der menschlichen Kultur zu tun? Ich zitiere hier Claude Lévi-Strauss, einen Anthropologen auch, der schreibt, im Augenblick, da das gesamte Universum mit einem Schlag signifikativ geworden ist, das versuche ich jetzt zu übersetzen. Sie erinnern sich, ich habe bei der Geröllsteinkultur gesagt, quasi wenn ein Werkzeug produziert wird, bekommt dieser halberte Geröllstein plötzlich eine Bedeutung. Er ist einfach immer noch ein blöder Geröllstein, aber plötzlich hat er eine Bedeutung. Das meint hier signifikativ geworden. Vorher war es einfach ein Stein in der Natur, jetzt hat er eine Bedeutung. Und auf das spielt hier Claude Lévi-Strauss an. In dem Augenblick, wo plötzlich das gesamte Universum, alles, was in der Welt ist, von diesem Menschenverständnis her bedeutungsvoll geworden ist, ist es damit nicht schon besser erkannt? Das heißt, plötzlich hat alles eine Bedeutung, aber wir wissen nicht welche. Und daher braucht es rituelle, menschliche Praktiken, kulturelle Praktiken, um der Bedeutung, die eigentlich da ist, quasi gesellschaftlich einen Ausdruck zu verleihen. Ich lasse es jetzt mit diesem Zitat, weil das relativ kompliziert formuliert ist. Damit komme ich zum letzten Satz, zur bleibenden sozialen und politischen Bedeutung von Vertrauen, quasi bis in die Gegenwart. Also jetzt von mir zusammengefasst, da die Welt, also das, was wir als Welt bezeichnen, ich rede jetzt nicht von der Natürlichkeit der Planeten oder sonst irgendetwas, sondern das, was wir als Welt bezeichnen und die Menschen, dadurch, dass das nie eindeutig bestimmt werden kann. Das könnte immer auch noch etwas anderes bedeuten. Es kommt auf den Kontext an. Deshalb ist es notwendig, gesellschaftliche und politische Bindungen herzustellen. Und dieses Herstellen auf rituelle Art und Weise ist das, was man nennt, Vertrauen herstellen. Das geht aber nur, indem der oder die Einzelne sich an seine oder ihre Äußerungen bindet. Das heißt, vertrauenswürdig wird man dann, wenn man nicht nur einfach redet, nicht das Richtige sagt, weil man kann sich ja auch irren. Also es geht hier nicht um Richtigkeit, sondern vertrauenswürdig ist es, wenn man sich an das, was man sagt, bindet. Also wenn ich zum Beispiel einen Blödsinn rede, aber heute glaube ich es, morgen komme ich drauf, jösses na, das war ein Blödsinn, dann kann ich hergehen und quasi
eine andere Meinung vertreten und ich habe niemals gelogen. Ich habe, bin niemals, habe niemals das Vertrauen verloren, weil ich zu jedem Zeitpunkt mich an meine Äußerung gebunden habe und wenn ich dann drauf komme, da stimmt was nicht, dann habe ich sie verändert. Also die Vertrauenswürdigkeit hat nichts mit Wahrheit im Sinne von Richtigkeit zu tun, sondern mit Bindung. Und jetzt hupfe ich in den dritten Teil und bringe ein paar Aspekte der Gegenwart. Wenn wir heute immer wieder Phänomene haben, dass Politiker, Wirtschaftstreibende, wer auch immer, einen Sprechakt, eine Handlung, irgendetwas vollzieht, das einen falschen Eindruck erweckt, dann geht es hier nicht darum, dass er eine falsche Info gemacht hat, sondern dann stellt er eigentlich die gesamte Gesellschaft quasi in Frage. Deswegen ist das ein Riesenproblem, was der Trump gemacht hat, weil plötzlich alle möglichen anderen Politiker hergehen können und sagen, damit kommt man ja durch, man verliert nicht automatisch sein Amt. Das heißt, diese Art und Weise, Politik zu treiben, hat sehr viel verunmöglicht, was bisher für uns noch vertrauenswürdig gewesen ist. Jetzt kann man natürlich heute nicht einfach wieder den Eid einführen. Ja, also das hat der Paolo Prodi schon quasi beschrieben. Wir leben in einer Zeit, wo man eben nicht mehr auf die Götter schwört oder dass nur noch sehr formale Rituale sind. Das heißt, wie würde man heute quasi Vertrauen erzeugen können? Und da gibt es, das sind wieder andere Philosophen, die ich jetzt nicht vorstellen kann. Ich kann sie dann benennen, wenn es Sie interessiert. Das sind diejenigen, die sagen, das, was wir heute Vertrauen nennen, hat mit der Zukunft zu tun. Also so im Sinne eines Versprechens. Ich verspreche, dass ich mich daran gehalten haben werde. Das heißt, das, was in der Zukunft eigentlich noch liegt, wird bereits in der Gegenwart für mich als relevant bezeichnet. Und vertrauenswürdig ist es dann, wenn ich tatsächlich das nicht nur jetzt behaupte, sondern mich darum bemühe, dass das auch herauskommt. Ich versuche ein Beispiel zu geben. Ein Richter, der ein Urteil fällt, der kann nicht ewig den Prozess durchführen, quasi bis er jedes Detail besprochen hat. Das würde nicht gehen. Er muss dringlich ein Urteil fällen. Er muss sich eigentlich an die Gesetze halten, aber der Einzelfall lässt sich nicht einfach aus den Gesetzen deduzieren. Das heißt, irgendwann muss er die Verantwortung übernehmen, von seinem Amt her, nach bestem Wissen und Gewissen, ein Urteil zu fällen. Eigentlich wäre das immer ein Gewaltakt, weil er sicher nicht alles bedacht hat. Wenn er es aber anders formuliert, nämlich nicht als ich habe Recht, sondern wenn er sagt, ich bringe es zunächst einmal kompliziert und vereinfache es dann, ich stehe dafür gerade, dass er der Mörder gewesen sein wird. Das heißt, ich gehe nach bestem Wissen und Gewissen, nach dem, was mir von den Gesetzen her als Möglichkeiten gegeben ist, ich gehe her und sage, er wird der Mörder gewesen sein. Wenn man also die Zukunft ins Spiel bringt, dann gibt es die Möglichkeit, dass man in die Berufung geht und morgen zum Beispiel entlarvt, da hat was nicht gestimmt. Und dann hat der Richter quasi kein falsches Urteil gefällt, sondern er hat ja seine Meinung quasi an diesen Wortlaut gebunden. Er hat also nicht ein letztgültiges Urteil gefällt, sondern er hat sich an die Zukunft gebunden. Welche Änderung hat das? Wenn man zum Beispiel das Gerichtsurteil in diesem Sinne versteht, dann darf man so etwas wie eine Todesstrafe nicht durchführen, weil, nicht aus moralischen Gründen, sondern weil die Möglichkeit der Berufung nicht mehr gegeben ist. Das heißt, wenn man eine Aussage für eine absolute Aussage hält,
dann ist sie tatsächlich ein Gewaltakt und eigentlich nicht vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig wird etwas, wenn jemand das Wagnis eingeht, die Zukunft, die gerechte Gesellschaft, das gerechte Urteil bereits jetzt zu antizipieren. Das heißt, man hätte jetzt ein Kriterium in der Hand, um zum Beispiel eine Aussage als vertrauenswürdig einzuschätzen, im Unterschied zu einer nicht vertrauenswürdigen Aussage. Am Inhalt kann ich es nicht festmachen, aber an der Struktur. Bindet sich derjenige quasi an seine Aussage, ohne sie für die absolute Wahrheit zu halten? Das heißt, lässt er die Möglichkeit der Berufung zu und übernimmt die Verantwortung, oder tut er es nicht? Wenn er es tut, dann würde ich sagen, das kann man als vertrauenswürdig ansehen, weil eigentlich kann da keine ideologische Entscheidung rauskommen, weil wenn ich ihm aufzeige, dass da was nicht stimmt, wird er ja der Erste sein, der ebenfalls seine Entscheidung überdenkt. Also vertrauenswürdig ist, wenn man sich an seinen Wortlaut bindet, wenn man versucht, die Zukunft, die man anzieht, bereits jetzt ins Werk zu setzen und die Möglichkeit der Berufung zuzulassen. Wir können das gleich debattieren. Ich bringe ein Beispiel jetzt aus der österreichischen Politik, wo wir gerade einen Jahrestag feiern, unter Anführungszeichen. Und ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht ins Fettnäpfchen setze. Wenn ich hier von einem Politiker spreche, geht es mir nicht um die Person, sondern um den konkreten Akt. Vor genau einem Jahr, am 14. April, hat Bundeskanzler Kurz eine erstaunliche Aussage gemacht. Es gab quasi von der Regierung mehrere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und es gab Kritiker. Und die Kritiker haben gesagt, na, wir werden quasi zu Höchstgerichten gehen und werden das in Frage stellen lassen, weil wir glauben, dass es den Gesetzen oder der Verfassung nicht entspricht. Und jetzt kommt das Spannende. Was hat Kurz am 14. April gesagt und nie wieder zurückgenommen? Er hat gesagt, ihr braucht nicht zu den Höchstgerichten gehen, weil bis die entschieden haben, ist die Pandemie vorbei. Das bringt also nichts. Das heißt, was hat er gemacht? Es geht hier nicht um die Inhalte. Es geht nicht darum, ob seine Entscheidungen gut oder schlecht sind, sondern was hat er strukturell gemacht? Er hat gesagt, die Möglichkeit der Berufung ist zwar formal möglich, hat aber in der Praxis keine Relevanz. Deswegen soll man das gleich gar nicht machen. Was ist die Konsequenz? Das heißt, die Entscheidung, die er trifft, hat nicht den Charakter eines Wagnisses, sondern mehr oder minder einer ideologisch souveränen, gewalttätigen Entscheidung. Das Spannende ist, dass in dem Augenblick, wo dann nach etlichen Monaten tatsächlich diese Entscheidung quasi vom Höchstgerichten kritisiert worden ist, er immer noch nicht zurückgerudert ist. Jetzt könnte man sagen, okay, da hat er überzogen, ja? Er hätte ja am nächsten Tag hergehen können, also am 15. April, und sagen, ich habe mir das überlegt, das war gestern, das habe ich überzogen, ich ziehe es zurück. Genau das hat er nicht getan. Und hier hätte ich jetzt ein Kriterium, um zu sagen, dass diese Aussage nicht aus inhaltlichen Gründen, weil das kann ich in der Situation ja noch gar nicht überprüfen, sondern in der Art und Weise, wie sie getätigt wurde, nicht vertrauenswürdig ist. Das heißt, wenn wir unsere Politik nicht auf formalen Regeln aufbauen würden, sondern auf dem, was in dieser Struktur des Vertrauenswürdigen drinnen steckt, hätten wir quasi bereits ein Argument, um in der Situation konkret politisch eingreifen zu können. Das war der Versuch, ein praktisches Beispiel zu bringen. Ich muss mich jetzt eben einbremsen, weil die Zeit quasi um ist. Es gibt eine Frage im Chat. Jemand, der vertrauenswürdig sein möchte, zeigt die Absicht, seine Beziehung in und zur Gesellschaft zu bleiben. Ja, wäre zum Beispiel ein schönes Beispiel, um zu sagen, dass ein Populist, egal aus welcher Ecke er kommt,
per Definition überhaupt nicht vertrauenswürdig sein kann, weil seine Meinung hat, also das, was er sagt, hat nichts damit zu tun, dass er sich daran bindet und damit eine Zukunft ins Werk zu setzen, sondern seine Meinung wird durch das geprägt, was durch eine Umfrage eben populistisch momentan opportun ist. Das heißt, wenn man über die Vertrauenswürdigkeit nachdenkt, würde man quasi innerhalb der Demokratie, innerhalb des politischen Systems, sogar innerhalb des juridischen Systems plötzlich ein paar Kriterien, nicht Lösungen, aber ein paar Kriterien in der Hand haben, die man aus der Art und Weise, wie wir momentan Politik und Recht betreiben, nämlich jemand ist formal gewählt, es entspricht formal irgendwelchen juridischen Aussagen, nicht auf die Reihe kriegen. Also dieses Reflektieren, was eigentlich Vertrauen bedeutet, würde tatsächlich verhelfen, einer Gesellschaft wieder ein politisches und gesellschaftliches oder auch juridisches Band aufrecht zu erhalten, ohne dass damit festgelegt werde, ob das jetzt eine linke oder eine rechte Position ist. Es geht um die in die Struktur. Also das ist das, was ich am heutigen Tag eben hinterlassen möchte, dieses Reflektieren auf die Kraft, wie eigentlich Vertrauen funktioniert, oder das, was der Cicero hier formuliert hat, hätte eigentlich ganz konkrete Auswirkungen. Nicht Lösungen für die Rettung der Welt, aber Kriterien, die wir bisher noch nicht auf die Reihe kriegen können. Also, soweit mein Versuch, die Welt zu retten.